Moin, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem heutigen Video. Wir haben diesmal was Schönes für euch am Start und zwar die Shiny Sechian Premium Figuren Kollektion. Nach Ewigkeiten haben wir sie endlich mal in den Händen. Wir haben es nochmal abgestaubt bei den Card Buddies und zwar hatten sie, glaube ich, vor ein paar Tagen nochmal eine Aktion gehabt: 10% auf alle Zenit der Könige Sachen. Dementsprechend, wenn ihr das Video seht, ist die Aktion leider schon vorbei. Aber für den Preis habe ich gedacht, komm, kannst du es mitnehmen, auf jeden Fall. Was sagst du eigentlich zu der Figur? Oder zu der Shiny-Karte? Die Shiny-Karte? Ja, siehst du hier oben. Es gibt ja einmal hier schön. Es gibt ja schön, Freunde, hier einmal eine Figur. Die können wir hinstellen. Ihr habt eine Shiny-Zechern-V-Karte, beziehungsweise Zamazenta, wenn ihr die andere Box habt. Und dann nochmal so ein schöner Pin, ne? Frage, wo man das reinpackt. Ah, sind 11 Booster. Oh, okay. Sorry, Freunde. Sind nicht 10 Booster, sind 11 Booster. Ey, danke in den Chat, ey. Kuss geht raus einmal an Marv. Was halt ein bisschen schade ist, finde ich die Sleeves, ne? Die sind halt nicht schön gemacht. Also, ich finde die jetzt nicht nice. Besonders, die sehen bei beiden Boxen genau gleich aus. Das ist halt auch. Und das ist ein bisschen blöd. Das hier, das sind die Sleeves. Ja, genau, das sind die Sleeves. Da Pokémon Training Cup Game. Aber meinst du, ohne Schrift wäre das cooler? Ja. Wahrscheinlich, ne? Da ist das gute Stück, ihr Lieben. Wie gesagt, haben wir einmal die Sleeves. Designtechnisch, boah, kann man drüber streiten. Also meins ist es nicht. Auf jeden Fall. Aber nehmen wir mit, nehmen wir an. Je mehr Sleeves, umso besser. So, dann haben wir vorne die Premium, nicht Premium, die Shiny-Karte. Also finde ich auch richtig schön. Also allein dafür würde ich sogar fast die andere Box auch noch holen. Tatsächlich, dass man dann einfach im Doppelpack die beiden Shinies hat. Dann vorne die Figur. Vielleicht unser Glücksbringer für heute. Tatsächlich, mal Boy mit dem Schwert im Mund. Was ich halt ein bisschen, gut, vielleicht für Kinder, andere Leute ist das ganz nice. Diese Anhänger. Aber ich kann damit halt persönlich überhaupt nichts anfangen. Weil, beziehungsweise wir, ne? Wir hatten von Evoli, hatten wir ebenfalls so einen Anhänger gehabt. Den haben wir mal in so ein Ikea-Ding drangehängt, an so einen Korb. Aber das war es auch schon wieder gewesen, ne, tatsächlich. Ansonsten, Freunde, mitnehmen, annehmen. Der ist immer noch an diesem Ikea-Ding irgendwo verstaut, ey. Okay, Freunde, aber was uns jetzt am meisten natürlich interessiert, 11 Booster-Packs hier drinnen. Der Nied der Könige. Das wird richtig wild. Da habe ich Bock drauf. Hinter der Könige... Aktuell eins der geilsten Sets, also ich bin mal gespannt auf Pokémon 151, wie das aussieht, ob da vielleicht irgendwie Zenit der König von Platz 1 ablösen wird, aber das finde ich ein mega gutes Set, also macht richtig Spaß zu öffnen, kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr noch gute Angebote seht davon. Wir haben aktuell einen Reprint bekommen, dementsprechend wird der Preis auch ein bisschen günstiger sein. Zuschlagen, Freunde, zuschlagen, macht echt Spaß zu öffnen. Attacke, Freunde, hier ist ja auch wieder Kartentrick, dürfen wir nicht vergessen. Und der Spoiler-Rinjo ist schon am Start. Okay. Spoiler-Rinjo war da. Stell dir vor, jetzt eine Goldkarte, ey. Das wäre so ehrenvoll. Und da wird Kuss an die Card-Buddies rausgehen. Wirklich, ey. So genau. Wirklich an den Kragen vom Arbeitshemd anpinnen. Ist so. So ein bisschen Erkennungszeichen auf der Arbeit. Sonderbonbon. Oh, annehmen. So, jetzt, wo man ein bisschen auch zockt, das TCG. Sieht man so ein paar Karten, die richtig, richtig geil sind zum Spielen. Tatsächlich. Oh, direkt der erste Booster, ein Hitpoint, Dumiesel. Den haben wir auch noch nicht, oder? Ich glaube nicht, aber den nehmen wir auf jeden Fall an. Und Zamazenta, wie geil. Einfach Double Hit im ersten Pack annehmen. Freunde, guckt sie euch an. Geil. Zamazenta anders wild gezeichnet, tatsächlich. Ich weiß noch, wie du mir früher nicht so getraut hast, die Packs zu öffnen. Ey, du hast auch richtig Schmu betrieben eine Zeit lang, ne? Was Pack öffnen angeht. Kannst du mir da welche empfehlen? Jo, mein lieber Eumen, kann ich auf jeden Fall. Wir machen das Pack hier zu Ende. Dann quatschen wir kurz. So, Luxio, geh mal weiter hoch, dann hast du einen Fokus wieder bei dir. Jetzt. Eine gute Sichlor. Rilo. Manginior. Die Kugi annehmen. Kleine Tri und Pandagero. Okay, das war ein Trockener tatsächlich. Aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Hauptsache ein paar spielstarke Karten. Das ist wichtig, ey. Hier, Freunde, wir gehen rein. Nächstes Pack. Machen wir Bohnen-Challenge. Mhm. Stell dir vor, wir machen jetzt die Bohnen-Challenge. Ja, wir haben leider noch ein paar Bohnen über, Freunde. Müssen wir noch gucken, dass wir hier eine schöne Bohnen-Challenge gemeinsam mal raushauen. So, das ist die Goldkarte, Freunde. Ich riech's. Ich riech's. Provisorisches Auge. Wie immer. Metang. Energieumschalter. Die Trekking-Schuhe. Die werden auch manchmal gespielt, oder? Kann das sein? Argit. Iguana. Wolni. Steinux. Pam Pam. Manginior.
Und Kokowai. Schade. Genau, Larissa, wo sind deine Glücksgriffel? Wird auch im Chat gefragt. Die Zara fehlt diesmal. Genau, die Zara fehlt bislang. Jetzt musst du wieder fokussieren. Das ist ein Graus, was du machst. So. Kann jeder sogar mitlesen, was auf der Karte steht. So nah ist das tatsächlich. Gute Ryoyo, Staralilli, Sichler und Pokeball. Ey, dieser Mangin Dior, der verfolgt uns wirklich, ey. Das kann doch nicht sein. Und Pangage. Das war auch wieder nix. Satz mit X, Freunde, war wohl nix. Manche öffnen ja die ganz komisch, ne? Wie denn? Die reißen die so auf in der Mitte. Das ist irgendwie ganz weird. Habe ich öfter ein paar Mal gesehen. Wir haben die Energy, Zaplalek, die Rettungsbox, ui, die Rafarik, die Napke, the Wubbles, my boy am Heulen an den Mond hier. Die Panke, Gala Mauzi, Pompfordel. Oh, Zera Ora Vista, nice. Leute, da kommt erstmal ein Baba-Hit rein, ey. Wichtig und richtig. Die Glücksgriffel sind heute bei mir, ey. Ehrlich. Gut. Und dahinter? Oh, was? Schon wieder ein Doppelhit. Was geht ab, Digga? Guckt euch mal das an. Zera Ora Vista ist auch eine richtig schöne Artwork-Karte. Und den Volo, ich glaube, den Volvo hier, den haben wir auch schon gezogen in Full Art, aber aus seinem Set, nicht aus Zenith der Könige. Alter. Also Terra Aura ist mega, mega, mega gut. Im TCG Live, wenn die Codekarten einlösen, toppen können vorne. Würde mich auch mal interessieren. Dann haben wir den Schmetterhammer. Luxio, my boy. Einfach der Doppelhit. Loader Guy, Yanma. Bevor jetzt kommt nochmal die Big Baba Hit. Lass ihn. Ah, wichtig. Magbrand und die Kate. Auch ein Hit, ey. Ah, ja, da gab es diese Unterschrift. Ja, genau, da gab es diese unterschriebenen Trainerkarten. Aber geil, auch wieder ein Doppelhit bei dir. Vorne, was sagt ihr denn bisher zu unserer Ausbeute? Also, ich muss sagen, gönnt auf jeden Fall. Nicht der Könige, gönnt wieder hart, was Puls angeht. So, was haben wir denn hier? Die Farbe der Hoffnung vorne, das muss was bedeuten, ey. Pokémon-Fänger, Ampira, Gude Emolga, Libiscus, Plauder Guy, Plaudern der Boy, Yanma, Gladontri, Daida und Stolos. Ja, yeah. Das ist doch die, wie heißt die in Englisch? Bea. Da werden wir genauso gut ziehen. Worldwide Celebration kommt am Freitag, ihr Lieben. Dementsprechend, da gehen wir auch im Stream live rein. Wird richtig gut. Kommt da auf jeden Fall auch gerne vorbei. Für alle Dokkan-Fans. Nee. Okay, wen haben sie da? Metang, der Energieumschalter schon wieder. Pam Pam. Pam Pam. Die Pamper ist einfach. Nepke. Nepke. Angela mit seiner Berry. Oh, Kurelei, Freunde. Auch richtig schön. In der Artware. Richtig schön. Und Volcano Abi. Auch in der Holo, ne? Ja, auch eine Holo-Karte. Tatsächlich. Volcanion in der Hohle, aber Kurelei, richtig gut. Und nirgendwo, ey, nirgendwo Teams war mein Prime, Alter. Nirgendwo Teams war mein erstes Deck, was ich gebaut habe. Beste. Also ich Kurelei, mega gut, ey, für ein nirgendwo Deck. Spielt sich aktuell auch noch recht gut, tatsächlich. Also viele zocken das auch online, habe ich gesehen. Ist auch ein Deck, was wir vielleicht in echt uns einmal nachbauen vorne. Ich meine, die Karten dazu haben wir. Zu Genüge, tatsächlich. So, dann gucken wir mal rein. Vista-Marker ist sehr, sehr wild. Sonderbonbon, geile Karte, nehmen wir an. Doll Rag. Freunde, aus Sinnoh. Die würde ich halt auch gerne nach Full Art ziehen, ganz ehrlich. Aus Sinnoh, meine Boys oder die anderen Brees. Molunk, der Halunke. Pikachu! Ja, das ist doch der Hammer, Alter. Diese Box einfach so stacked, ey. Einfach Pikachu gezogen. Einfach die Godbox hier. Und, ey, schon wieder eine Holo. Das zählt ja alles als Hit. Was ist denn hier los? Also wirklich, vorne da so eine Pikachu. Ich glaube, den haben wir schon. Wenn ich mich nicht täusche, aber mega gut, ey. Alter, aber richtig gute Box. Guck dir das mal an. Also Preis-Leistung ist da auf jeden Fall vorne. Deswegen sage ich ja, Zenith der Könige jetzt mit dem Reprint, wo es auch billiger geworden ist. Das macht richtig Spaß zu öffnen. Ohne Spaß, macht richtig Spaß zu öffnen. Aber die Hitrate ist stabil, also läuft. Das ist mega. So, Last Pack Magic bei dir. Ready. Bei mir dann auch, genau.
da nochmal so ein schönes Ding rausholen, Banger, würde ich nicht nein sagen, auf jeden Fall. Luxio Abi. Dann hast du Shaman, the Pokeballs. Mangenjo. Ein Hass-Pokémon, eigentlich in jedem Pack mit Owei. Mit der mentalen Blockade, kennst du die noch? Digga, was? Und nochmal eine Holo. Alter. Hier, Freunde. Last Pack Magic. Aber wir haben schon auf jeden Fall God Pack gehabt mit Bediza. Also würde ich sagen, das war echt unnormal gut. Was sagst du? Kaufempfehlung, die Box? Von der Hitrate, Alter. Richtig gut, Freunde. Guckt euch das an. Auch die ganzen Holo-Karten darf man auch nicht vergessen. Ne? Sind auch noch Hits. Sonderbonbon, auch nicht gut. Ne? Zum Zocken ein paar schöne Karten mit dabei. Plaudergeil, Yanma. Gladitri. Bediza, my boy. Auch spielstark. Wird öfter mal gespielt, tatsächlich. Okay, und dahinter. Kommandutan. Okay, der letzte muss natürlich trockend sein. Muss natürlich Aber trocken sein. Aber guckt euch das mal an, Freunde. Was sagt ihr dazu, zu der Box? War unnormal gut. Also meine Empfehlung, echt jetzt mit einem Reprint von Sinnet der Könige, geht rein, holt euch das Set noch. Sei es jetzt, um es sealed zu lassen, sei es jetzt einfach, um Spaß habe zu öffnen. Ihr seht es hier, Poolraten sind mega, mega gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken, kommentieren nicht vergessen und bis dahin. Ciao, ciao.